Geschätzte Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich zu dem Vortrag Jahresrechnung und Steuern. Wie wir schon gehört haben von der einleitenden Wort, ist das tatsächlich, glaube ich, etwas, wo so historisch die Leute am meisten interessiert, wo so ein bisschen ein Haupttreiber ist, überhaupt einen Treuhänder aufzusuchen und sich mit den verschiedenen Regulatorien auseinanderzusetzen. Ich möchte Ihnen im ersten Teil gleich noch etwas sagen, wie sich die Steuerberatung oder die Steuerplanung entwickelt hat. Das ist meiner Meinung nach ein sehr grosser Wandel. Sie sehen, ich bin ein bisschen das ältere Semester. Ich habe die ganze Entwicklung sehr gut mitbekommen, um dann im zweiten Teil Ihnen wirklich so ein bisschen Inputs und Themen zu geben, die in der Gestaltung der Jahresrechnung beachtet werden müssen und wichtige Rolle spielen. Was ist eigentlich die Entwicklung der Steuerberatung? Und Sie sehen hier historisch, oder? Und ich glaube, einige von Ihnen kennen das noch, sind steuerliche Fragestellungen und oftmals auch vom Unternehmer retrospektiv, also aufgrund von vergangenen Ereignissen beurteilt worden. Oder? Also, wenn man den Jahresabschluss gemacht hat, wenn man das Ganze so über zusammengestellt hat, oder, dann hat der Unternehmer zuletzt noch gefragt, wo man gesagt hat, ein tolles Jahr war, super war, also gratulieren. Oder? Dann hat er gesagt, ja, wie viel Steuern muss ich zahlen? Dann ist auch ein bisschen das Gesicht, ein bisschen, die Freude ein bisschen zurückgegangen. Das war der, also der Wermutstropfen, den man ihm mitteilt hat. Es kostet Steuern. Oder? Also Erfolg hat Steuerfolge und das hat immer so ein bisschen den Unruhe ausgelöst, auch ein bisschen Reklamationen. Weil Steuern natürlich, und der Unternehmer probiert ja seine Kosten im Griff zu behalten, war eine reine Ausgabenposition gewesen. Und ich glaube, das muss man sich bewusst sein, und das werde ich auch Ihnen mitgeben, das hat sich radikal verändert. Oder? Das kann so nicht mehr sein, denn steuerliche Fragestellungen, und das ist aufgrund der Entwicklung des Steuerrechts, müssen heute oder werden heute prospektiv bearbeitet, weil sie durchdringen praktisch alle Prozesse der geschäftlichen Vorgänge. Oder? Jede unternehmerische Entscheidung hat mehr oder weniger eine steuerliche Komponente. Und es wäre katastrophal, wenn man sich nicht parallel zu der unternehmerischen Entscheidung auch tut, überlegt, was heisst das steuerlich? Und warum ist das so? Das ist nicht so, weil einfach das Leben kompliziert worden ist, sondern auch, weil in den letzten Jahren, Jahrzehnten einfach die Steuerkomplexität massiv zugenommen hat. Oder der Staat ist heute zu einem Sozialstaat im weitesten Sinn geworden, dass er braucht Einnahmen und die Einnahmen kommen über die Steuern rüber. Also man hat viel mehr Steuerarten, viel mehr Steueraufgaben, die man muss beachten muss. Und das macht es kompliziert, das macht es komplex, wenn ich das sage. Aber auch, und das ist wieder die Reaktion von der Wirtschaft, wir sind auch im KMU-Bereich. Stellen Sie sich überlegen, wie viele von Ihren Kunden sind international tätig. Und das überrascht mich immer wieder, wie breit das ist. Man denkt in der Schweiz von der Wirtschaft her sehr international. Man geht dort hin, wo man das Geschäft, wo man etwas machen kann. Da hat man keinerlei Berührungsängste. Das finde ich toll. Und das Dritte daran, das hat sich aus der Finanzkrise 2008 wirklich ganz stark verändert. Die Steuerentwicklung ist äußerst dynamisch geworden. Also ich glaube, es gibt gleich eigentlich keinen Tag mehr, wo Sie in den Zeitungen nicht irgendetwas über Steuern lesen. Und das macht sie auch so schwierig, oder? Da hören Sie etwas, der Trump tut irgend zwischen Weihnachten und Neujahr ein Steuergesetz revidieren, wo kein Mensch weiß, was er eigentlich wirklich will, oder? Aber man weiß, es wird reduziert. Dann kommt die EU, G20, OECD, wo etwas macht, und dann haben wir das Parlament, wo jetzt auch schon seit langer Zeit an einer Steuerrevision 17 tut, schaffen. Also es ist sehr komplex geworden und ich glaube, das hat der Wandel gegeben, dass man heute sagt, ja, Steuern ist ein Risikoelement im Unternehmen. Und wenn man das Risiko nicht erkennt, dann kann das gefährlich und schwierig werden. Man hat das natürlich auch untersucht. Das kommt ein bisschen aus meiner früheren Tätigkeit in der
grossen Gesellschaft, also man hat das immer wieder gesehen, dass die Steuerrisiken in der Schweiz und auch im übrigen Europa, also auch die grossen und die mittleren Gesellschaften, wirklich unter den Top-Prioritäten ansiedeln. Es ist nicht nur einfach ein by the way in der Finanzabteilung, sondern immer mehr, man hat zuerst die Geschäftsleitung hineingenommen und das spüre ich heute, oder? Der Verwaltungsrat will wissen, ja, was läuft da auf der Steuerebene. Er will nicht etwas verpassen, weil das ist ein Folge aus dieser Entwicklung unserer Digitalisierung. Steuerthemen werden plötzlich medienmässig erfasst. Das kann zu einer Reputationsfrage werden. Also man will informiert sein. Und das wird, und das kann ich Ihnen versprechen, das wird nicht abnehmen. Also man sieht jetzt wieder die OECD, die EU, Digitalisierungsbesteuerung, das ist komplett eine andere Denkweise, die da entsteht. Oder? Und das muss man verfolgen, man muss es auch verstehen. Oder? Das ist meine Erfahrung, zum Beispiel BEPS, ich weiß nicht, ob Ihnen das etwas sagt, schon gesehen habt, oder? Die OECD, die Base Erosion Profit Shifting Project, oder? Also die versuchen, alle Gewinnverschiebungen möglichst in den Griff überzukommen. Und am Anfang, als ich das gehört habe, hat man rundherum gesagt, ja, das ist wieder so eine Idee, oder? Das versandet, wie es gekommen ist. Nein, das ist nicht so, oder? Und das wird in dieser Entwicklung weitergehen, der Takt wird aufrechterhalten. Also, und das ist die Botschaft an Sie, die aktive Bewirtschaftung der Risiken betrifft auch Sie, die muss man gedanklich mitnehmen, das muss man frühzeitig überlegen. Aufgrund dieser Entwicklung, glaube ich, kann man sagen, dass die reine Steuerberechnung zur Steuerplanung mutiert ist. Man muss es frühzeitig erkennen. Also, vorausschauen, gedanklich frühzeitig überlegen, ist Gebot der Stunde, muss man heute sich ins Büchlein schreiben.